Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS 17. Hier. Ich will schon wieder 15 sagen. Hier auf der PlayStation 4. Heute spät dran, tut mir leid. Ging nicht anders. Normalerweise, ne, ist die Folge für 15 Uhr geplant und jetzt keine Ahnung, wie spät es wird. Ich hau die auf jeden Fall gleich raus. Ja. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch eine im Petto gehabt. Pustekuchen. Hatte ich nicht. Und da ich noch arbeiten musste, bin ich dann schnell nach Hause gehetzt und zack, sofort hier unten hin und ja. So, ich habe gedacht, hey, wir gucken jetzt mal, dass wir langsam mit den Tieren loslegen. Und ja, wenn auf jeden Fall hier ein bisschen was zum Einstreuen nehmen. Ich denke mal, wir könnten auch die Kühe zuerst nehmen. Ich muss gleich mal gucken, was wir noch so am Lager haben. Wie es aussieht, von wegen der Versorgung und so. Passt das? Jo, kann man machen, ne? Kann man machen. Drüben läuft noch die Rapsernte. Ich hoffe, er zieht das durch mit dem Feld. So, da hinten liegt auch noch einer rum. Wir müssen hier ein bisschen suchen. So. Ich muss mal gucken, wie wir das hier machen mit den Beinpressen. Ob ich das jetzt alles noch fertig mache oder ob ich es dann untergrubber oder ob ich dann einfach mal spontan hier im PlayStation Forum frage, wer dann gerade online ist, ob mir da jemand kurz helfen möchte. Wäre auch nochmal eine Option. Ich weiß gar nicht, ob das so spontan geht. Dafür muss ich auch erstmal dieses Plus-Ding da anmelden. Hatte ich, habe ich auch noch nicht. So, aber wäre mal eine nette, spontane Geschichte vielleicht. Aber wenn wir das machen, ne? Also ich werde es, wenn, dann nochmal ankündigen. Oder, was heißt ankündigen? Zumindest dann ins Forum auch schreiben. Falls wir das hier machen, dann wäre das so, dass du dann aktuell erstmal ein stummer Helfer bist, ne? Das ist jetzt dann auch technisch bedingt einfach, dass ich jetzt mich erst schon, weil ich bin ganz ehrlich, ich weiß, bei der PlayStation Multiplayer, zumindest PlayStation 4, habe ich jetzt nicht so die Erfahrung und erst recht nicht mit aufzeichnen, ne? Deswegen wäre das dann so, dass du halt ein stummer Helfer bist wahrscheinlich und ja, ich mache mir mal Gedanken. Da haben wir schon mal eine Katze streunert hier nebenbei rum. Ist das nicht? Ist die Studiotür zu? Ich weiß nicht, ob sie gleich raus will. Na, schauen wir nochmal. So, man sollte ja eigentlich bei dem Anhänger zwei Lagen machen können, oder? Ja, Tiere in dem Sinne haben wir ja schon, zwei Schafe, die sich evolutionsbedingt angepasst haben. Ich hoffe, wir haben auch bald mal Nachwuchs. Dann hätten wir schon drei Schafe. Und wir werden auch gleich die Zeit beschleunigen. Die Nacht ist hier verdammt dunkel. Warte mal, muss ich den Traktor mal mit runternehmen? Fast mal Sinn machen, ne? Hier oben haben wir ja gar nicht mehr so viel. Ja, was wir uns auch noch anschaffen müssen unbedingt, ist ein Kercher. Und wie gesagt, die Kohle halte ich jetzt erstmal zusammen für die Tiere. Na, ich bin auch noch am Überlegen. Ich habe ja hier das Kuhn-DLC noch nicht. Das, ich habe es jetzt schon für PC und ja, ich muss mal gucken. Ich das dann hier auch nochmal zulege. Ich habe da eh so viele Ausgaben, denn ich habe mir nochmal für den PC jetzt die Konsole bestellt, ne, von LS. Also nicht das Lenkrad komplett, sondern die Konsole kannst du mittlerweile einzeln kaufen. Wenn ihr euch die mal anschauen wollt, kann ich euch gerne nochmal unter dem Video verlinken. Aber Achtung,
was ich auch nicht verstehen kann, aber ist so, die läuft nicht mit der PlayStation. Ne? Also ist wirklich nur rein für den PC. Und das finde ich schon eigentlich ein bisschen traurig dafür, dass das ja eigentlich für LSX herausgebracht worden ist. Ne? Kann ich nicht so ganz verstehen, warum das dann nicht auch für die Konsolen ist, aber naja, gut. Vielleicht ist das doch technisch sehr kompliziert, ich weiß es nicht. Ich denke, wenn ihr mal einen Blick drauf werfen wollt, unten ist das Ding auch verlinkt. Oder ihr vielleicht ein heimlicher PC-Zuschauer seid. Bin ich jetzt hier gerade gegen den Pfeiler gefahren? Verdammt. Ich bin eine Macke im Nacken. So. Immer gefährlich, dass du das Ding nicht wieder auf der anderen Seite runterschiebst. Ne? Oh, jetzt habe ich hier gerade einen Leck. Das gibt es ja gar nicht. Oh, eine Katze nimmt hier jetzt gerade mein Büro auseinander. Ja, da passt auf jeden Fall noch was drauf. Der Drescher fährt immer noch super. Das freut mich echt. Ich muss vorsichtig sein, ich habe die Gurte jetzt noch nicht dran. Dass uns hier alles wieder runterkullert. Deswegen lasse ich ihn am besten auch mal so längs stehen. Und drückt es halt nach unten. Habe ich gerade gefragt, hey, sag mal, wie komme ich denn in das Forum überhaupt? Das ist überhaupt kein Problem. Wenn du denn PlayStation-Spieler bist, dann guckst du einfach mal unter Forum und suchst dann nach Simutube, ganz einfach. Und dann kannst du, ja, dich da bewerben, in Anführungszeichen. Du kannst da sagen, hey, ich will mitmachen und dann schalte ich dich frei. Ich bin da nicht so oft vertreten, eher selten. Ist gar nicht. Aber so ab und zu schaue ich schon mal. Und ich finde es auch toll, wenn ihr euch da findet. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und dann da weiter zusammen euch irgendwie helft oder so. Ich muss mal gucken, ob wir sowas in der Art dann auch irgendwann mal für den PC auf die Beine stellen können. Ich habe da noch eine Homepage eigentlich, wo man eigentlich sowas auch machen könnte, dass man so ein Forum mal erstellt, wo man, keine Ahnung, da gibt es schon tausend Sachen, die wir da machen könnten, weiß ich nicht, da muss ich auch nochmal gucken, weil ich bin leider nicht der Profi in Seiten erstellen, man muss sie auch dann verwalten, dass dann da was Neues ist und so und mal schauen, ob wir da nochmal eine Lösung irgendwann für finden. So, noch geht's ja von der Helligkeit, ne? Was bräuchte man denn überhaupt jetzt für Schweine, Mais, Weizen, Kartoffeln, Zucker, Rüben? Kartoffeln, Zucker, Rüben haben wir nichts. Wir haben aber Mais. So könnten wir dann auch mit Kraftfutter könnten wir dann nochmal regeln. Ansonsten könnten wir uns auch noch was anbauen. Wäre ja auch nochmal schön, ne? Wenn wir uns ein kleines Feld nehmen und dann was anbauen. Und für die Kühe, gut, wäre die Silage auch nicht das Problem. Wie gesagt, müssen wir uns sonst einen Victor erstmal kaufen. Da bräuchten wir eigentlich. Was brauchen wir da jetzt? Noch weniger? Nur Gras, Silage? Oh. Kraftfutter. Ja, gut, das wäre dann das Gemischte halt, ne? Ich guck mal. Also, Silagebeine wollte ich auf jeden Fall mal machen. Den Wittler, das macht ja schon Spaß. Also, ich glaube, ich werde das die jetzt wieder doch mal zulegen.
doch so viele Ballen schon gemacht hier. Ich hätte es gar nicht gedacht. Die Folge heute wird auch ziemlich pünktlich beendet werden. Das ist jetzt ja sonst nicht so eng. 15 Minuten genau habe ich ja eher ganz selten. Ist ja meistens mehr. Aber damit ihr noch vernünftig dann Zeit habt und nicht total stinkig auf mich, sondern sagt, hey, ich sitze hier seit 15 Uhr und guck rein und was ist? Nix. Na, das soll eigentlich auch nicht so sein. Denn es ist mir schon wichtig, dass wir in Zukunft pünktliche Zeiten haben. So. Ja, ich lasse dich gleich raus. Ja, komm mal hier. Guck mal hier, kannst du mit Trigger fahren. Komm. Hm? Jetzt guckt sie mich mit ihren großen Augen an. So. Der ist jetzt ein bisschen schräg. Wir müssen ihn vielleicht nochmal absetzen. Sonst setzt man ihn so schief drauf und das. Dann rollt er runter und die anderen pulsen dazu und dann rollt er im Verkehr und ich muss ihn da aufsammeln und dann entsteht ein Stau und wir haken uns da fest und das muss ja nicht sein, ne? Deswegen einmal lieber vernünftig drauf schieben. Hey, was? Muss man natürlich auch im richtigen Winkel anfahren. So. Also zur Konsole, zur Steuerkonsole, ich für den PC, ne? Ich muss das immer wiederholen, weil ich weiß sonst nicht, dass es noch schiefläuft und sich einer das Ding holt. Ja, das komplette Lenkrad gibt es natürlich auch, ist aktuell auch verfügbar, aber beim Lenkrad, da waren ja viele, die gesagt haben, ich finde es ganz witzig mit dem Knopf und so, aber dafür ist es einfach dann doch zu teuer für die Qualität, weil viele meckern halt über die Qualität. Wobei die Konsole ganz anders sein soll, die soll richtig top sein, ne? Und da bin ich mal gespannt. Das liegt aber auch daran, ich hätte jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber ich hatte jetzt, ja, irgendwie hatte ich Probleme mit der Poltergabel. Ich mache das ja über einen Joystick eigentlich. Und, ich werde wahnsinnig mit den Einstellungen. Ich weiß nicht, was da falsch war. Hab's mir jetzt umgestellt und jetzt geht eigentlich mein Front da fast gar nicht mehr. Und zumindest nicht mit der Poltergabel. Und, ja. Und dachte mir, hey, Konsole ist ja schon geil. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das Ding vorkonfiguriert ist oder ob man die auch wieder komplett selber einstellen muss. Und das Menü ist ja sehr umfangreich. Ich meine, es ist ja auch gut so, dass man da alles irgendwie einzeln einstellen kann, weil so manchmal überfordert mich das dann doch von der Zeit her einfach. So. Da passt noch einer hin. Schieben wir mal ein bisschen. Oh, so geht's nicht weiter. Der eine hakt am anderen fest. Oh, so geht das. Macht der Drescher. Oh nö. Ist echt stehen geblieben? Ich hab mich so gefreut. Warum da? Guck dich das mal an. Warum? Da. Man weiß es nicht. Aber es ist immer so, wenn es, was mir jetzt aufgefallen ist, diese Reihen, wo die, Dings stehen, ne? Die Masten. Ich weiß nicht, wie breit er dann hier scannt, dass er dann irgendwie schon merkt, hey, da kommt eine Kollision. Weil er jetzt ja hier eigentlich noch locker vorbeikommt. Ist ja auch nicht hier überhaupt kein Problem. Boah. Nee. Oh, das ruckelt jetzt aber. Ah, jetzt war das wieder. Ja. Wir sind pünktlich, ich muss raus und werde das Ganze gleich sofort hochladen. Nochmal Entschuldigung nochmal und wir sehen uns dann, wenn ihr Lust habt. Morgen, heute kommt natürlich noch die PC-Version und euch einen schönen Start ins Wochenende. YouTube, macht's gut!